ich ganz ehrlich bin. Oh, was ist das? Ist das die Fleischblume? Steinblut? Das bräuchte ich doch auch. Oder? Gesundheit plus 200%, Aufprall minus 10%, Reißer minus 10%, Panzerkappe minus 10%. Dieses Artefakt ist in der Nähe der Anomalie Karussell zu finden. Das unersehnliche rötliche Objekt besteht aus gepressten und merkwürdigen verformten Resten von polymerisierten Pflanzen, Erde und Knochen. Weit verbreitet und nicht sehr effektiv. Okay. Nicht sehr effektiv. Steinblume, Strahlung, Panzerkappe. Da miaut irgendwas. Oh, ich hab Hunger. So. Okay, ansonsten ist da nichts. Was ist denn da eigentlich noch? Im Keller ist ein tolles Versteck. Ich warte, bis jemand dort etwas hinterlegt. Also das sind wahrscheinlich nur so Anmerkungen. Gut, alles klar. Also, was machen wir jetzt? Ins Lager einschleichen. Das ist die Hauptquest. Da müsste ich jetzt hier über die Straße oder hier durch den Tunnel dann. Ne, warte, am Tunnel war ich ja. Da komm ich ja nicht weiter. Oder ne, warte mal, ich war hier. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe mal los. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Da. Einfach einem Pfeil folgen. Der Pfeil sagt einem schon, wo ich lang muss. Aber vorher. Wisst ihr Bescheid? Hier schön abspeichern. Zurück zum Spiel. Und weiter geht's. Habe ich noch einen Energy Drink? Oh! Ja. Das war nicht so gut. Nee, ich habe keinen Energy Drink mehr. Super, ich kann nicht mehr rennen. Boah, das mit der Ausdauer ist nervig. Ich bleib mal kurz stehen. Da vorne waren wir ja auch schon. So. Ich will halt noch so einen Pseudoschwanz finden, ja, dass ich die eine Mission dann auch noch fertig habe. Der hat nichts dabei. Das kennen wir schon. Ich weiß noch immer nicht, warum es dauernd grün angezeigt wird. Ja, bringt ja eh nichts, wenn ich es wieder wegklicke, dann Nachrichtenverlauf. Alles klar. So, jetzt kann ich wieder rennen. Die Dinger haben auch nichts dabei. Kann ich mit dem noch was handeln hier? Da kommt, das kaufe ich hier ab. Ich habe ja 30.000 Rubel. Da kann man sowas schon mal machen. Warte mal, und das kann ich ja. Panzerkappe plus 3%, Reißer plus 3%. Da, das kannst du haben. Ja, komm, das kannst du auch haben. Das behalte ich jetzt erstmal. Da, und das kannst du auch haben. Nimm es an! Hier, Brot hast du auch noch. Essen habe ich ja. So viel Essen brauche ich gar nicht. Hier, da noch zwei Salamis. Und Handel. Jo. Wir sehen uns. Der hat auch nichts dabei. Hat der noch was zu kaufen? Nee. Also nichts, was ich brauche. Ich will eigentlich nur die Energy Drinks hier absnacken. Dass ich schnellstmöglich hier wegkomme. So, dann rennen wir mal. Hm.
Hier die Straße entlang. Da vorne ist sowieso fast alles ausgerottet. Man sieht ja überall nur Leichen liegen. Oh, es wird Zeit. Hier. Bitteschön. Schöner Drink. Für zwischendurch. Oh, da sind Banditen. Ja, guten Tag. Ich glaube, ich darf nicht so nah ran. Ja. Kann ich die Waffe wechseln? Also, ich habe gar keine Munition für die. Ja, GG. Ne, das Messer brauche ich nicht. So, da muss ich halt mit der Pistole ran. Oh nein, nicht nachladen. So, der hat Munition dabei. Einfach mitten im Gefecht erstmal looten. So habe ich das gelernt. So. Und weiter. Hat halt wirklich nicht gemerkt, dass ich von hinten komme. Manchmal bin ich halt einfach zu sneaky für die Leute, ja. Guck mal, wie überrascht der aussieht. Der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. So, habe ich da noch was übrig gelassen? Normalerweise habe ich immer alles so gut wie möglich weggelootet. Ja, lass mal hier, lass mich mal durch. Warte mal, die könnten hier vielleicht noch was haben, was ich gebrauchen könnte. Genau, das will ich. Handeln. Hat der noch was? Handeln? Nee, brauche ich nicht. Handeln? Nee. Okay, der erzählt gerade eine schöne Geschichte, mit dem kann ich nicht handeln. Der hat auch nichts dabei. So, dann sehen wir gleich auf der anderen Seite. So. Jetzt wieder auf der anderen Seite. Für die, die es nicht wissen, ich pausiere die Aufnahme immer, wenn ich in ein anderes Level eintrete, weil ich gemerkt habe, dass das Spiel immer abstürzt, wenn ich ein anderes Level betrete. Also nicht wundern, ja. Das ist einfach so. Und ist jetzt auch nicht so schlimm. Also es liegt jetzt nicht am Spiel, dass es abstürzt, es liegt einfach an meinem Aufnahmeprogramm. Das verkraftet es irgendwie nicht, wenn ich ein Level überschreite und im Ladescreen stürzt halt einfach ab. Der noch was? Nee. Ich verschwinde eine Katze. Kann ich da einfach durchrennen? Scheint mal so. Hier, schöner Energy Drink reinböllern. Richtig sahnig. Wie viele Hunde sind das? Ja, würde ich sagen, hier schöne Granate rein, oder? Die habe ich mal aufgeschreckt. Aber die tun mir schon leid. Das tut mir jetzt schon ein bisschen leid, weil die greifen mich ja nicht mal an. Ja, komm, ich lauf mal hier weiter. Oh, da links sind Banditen. Oder sind das Banditen? Das kann das nicht. Nö. Ich häng fest. Ich komme nicht raus. Hallo? Ich komme da nicht raus? What the fuck? Was war das? Ich werde gerade verstrahlt, ja? Stimmt das? Ich muss hier aber durch. Okay, das war Superstrahlengebiet. Ich bin einfach nicht aus diesem Tornado. Das sind diese komischen Anomalien. Da komme ich nicht raus, ey. Holy shit. Erstmal ein Schlückchen Tee hier.
Oh, der ist schon fast kalt geworden. Bäh. So, wir sehen uns gleich auf der nächsten Seite. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite angelangt. Wetter ist noch immer beschissen, aber es regnet wenigstens nicht mehr. Ah, das sind meine Leute. Mehr weiß ich nicht, das schwöre ich. Okay, das ist Abschau. Das war du die. Darfst weiterleben, aber komm mir nie wieder unter die Augen. Ist der tot? Der ist tot. Hey Mann, komm hierher. Bullet, Wächter. Deinen Kumpel von diesen Mistkerlen zu befreien. Mir nach. Ich kenne einen guten Platz für einen Hinterhalt. Ich bin dir dankbar für deine Hilfe. Die Wächter begleichen ihre Schuld. Was hat denn der für einen Scope auf seiner Waffe? Die Waffe möchte ich haben, ey. Okay, jetzt helfe ich ihm, wie es aussieht. Oh, die Vögel sind aufgewiegelt. Das bedeutet nichts gut. Boah, wie krass sieht es denn da hinten aus? Achso, das sind die Bäume. Ich habe gedacht, das wäre noch weiter weg irgendwie. Ist das ein Sumpf? Es ist Zeit irgendwie, dass ich mal auf die Map gucke. Ah, ich glaube, der zeigt mir jetzt den Weg zum zum Eingang halt, dass ich reinkomme. Ich will jetzt eine Waffe haben, die sieht Premium aus. Ich würde ihn ja schon gerne erschießen. Hab halt nur 28 Schuss. Kann ich mit dem sprechen? Nee, der ist jetzt fokussiert. Aufs Ziel. Banditen töten und den Wächter befreien. Ach so, okay. Wenn es nur das ist. Ich glaube, der hat ein bisschen Probleme hier. Ist ein bisschen Gruppmotoriker. Verstecken, da drüben. Auf der anderen Straßenseite. Ach so. Okay. Oh, das ist ein richtig... Richtiger Premium-Hinterhalt hier. Da gönne ich mir erstmal ein Stückchen Brot. Okay, Leute. Erstmal abspeichern. Das ist das Wichtigste. Zack, abgespeichert. Gleich geht's los. Kann ich da rausgucken, ohne dass sie mich erschießen irgendwie gleich? Dass ich... Dahin kommen sie. Ich habe halt wirklich nur... Los geht's? Jetzt schon? Ne, wir warten noch. Er hätte sich doch einen viel weiteren Punkt raussuchen können mit seinem Zielfernrohr. Oh, das ist unserer. Oh nein, ich hab verfehlt. Ah, ah, ah. Nice! Hat gut geklappt, oder? Oh, was ist das für eine Pistole? Walker P9M. Handhabung, Genauigkeit. Schaden ist gleich. Feuerrate ist besser. Ich nehme die mal mit. Dass ich sie mal ausprobieren kann. So. Reden. Danke, Bruder. Hast mein Kumpel hier rausgeholt. Hier nimm das. Es kommt vom Grunde meines Herzens. Passt jetzt nicht unbedingt. Egal. Geld. 1300 Rubel. Perfekt. Und wir haben das Zielfernrohr bekommen. GG. Nice. Ihr zwei seid alleine losgezogen. Ich schätze, du kennst diesen Gegend hier gut. Was gibt es hier denn Interessantes? Jawohl, das können wir gleich mal fragen. Im Norden ist ein Banditenlager, im Osten eine alte Fabrik, im Südwesten eine verlassene Schweinezucht und dahinter ist eine Art Tor. Was sich da genau befindet, kann ich nicht sagen. Bin nie so weit gewesen. Aha, aha. Kannst du mehr über das Banditenlager erzählen? Ja, das wäre eigentlich schon interessant. Hm, was gibt's da zu sagen? Die haben sich genau nördlich von hier in einem Gebäude niedergelassen, das noch nicht fertiggestellt worden ist. Ihr Anfeuer ist... ich kann manchmal echt nicht sprechen. Ihr Anführer ist Borrow. Ein echtes Tier, dieser Bastard. Deshalb haben sie uns hierher geschickt, um ihn zu erledigen. Aha. Okay.
Geschichte mit Fabrik. Wir haben herausgefunden. Ja, wir haben herausfinden können, dass eine Art Schatzkamm darin sein soll. Aha. Und die wird bewacht wie Fort Knox. Alles klar. Was für eine Art Schatzkammer? Was ist darin? Ich weiß nicht was. Ich weiß es nicht. Wir trauen uns nicht rein. Das Einzige, was ich weiß, dass Burrow die Hälfte vom Schlüssel zum Eingang besitzt. Warte mal, ist das... War das nicht das, was der Wirt gesagt hat? Ich kann mich irgendwie erinnern, dass man für eine Tür zwei Schlüssel braucht. Oder Schlüsselkarten oder irgendwie sowas war das. Schweinezucht. Träumst du von einem Schnitzel, was? Verdammt, die Zone steckt voller Wildschweine. Ist etwas von denen und du brauchst kein Blitzlicht mehr. Weil du im Dunkeln von alleine leuchtest. Alles klar. Schon gut, schon gut. War nur ein Scherz. Der Zuchtbetrieb wurde schon vor langem verlassen und ist jetzt das Zuhause von einigen Stalkern. Die haben allerdings keinen guten Eindruck auf mich hinterlassen. Und für gewöhnlich kann ich mich von meinen Eindrücken verlassen. Ja, aber Stalker sind doch meistens sind friedlich. Also die Stalker, die ich angetroffen habe. Aber man muss ja dazu sagen, dass Strelok ja auch mal ein ehemaliger Stalker war. Also ich glaube jetzt nicht mehr, dass er sich selber als Stalker bezeichnet. Der ist halt komisch geworden. Also ich glaube es, ich weiß es halt nicht, ja. Wir wissen ja auch nur vom Anfang, dass wir den Strelok hier umlegen müssen. Aber warum genau, wissen wir noch immer nicht. Was ist das für ein Tor, von dem du gesprochen hast? Ich weiß es aber nicht. Der weiß ja gar nichts. Irgendein altes Tor. Nur, dass es versperrt und gut bewacht ist. Wir sind uns nicht dahinter gewesen. Alles klar. Danke für die Information. Ihr seid... Ja, ihr zwei seid alleine losgezogen. Da war noch ein anderer Typ. Serega. Ich weiß nicht. Er ist verschwunden und ich habe nichts mehr von ihm gehört. Die Bande wird ihn wohl erledigt haben. Aha. Okay. Handeln könnten wir noch. Da kriegst du eine Salami. So, pass gut auf dich auf.